Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder Katrin mit einer neuen Bastelidee für Kartengestaltung. Ich befinde mich immer noch in der Kartengestaltung mit der Wimpelkette und dem Zentrum. Das Zentrum meine ich hier unten das. Das ist die Karte, die im letzten Video entstanden ist und ich mache heute Karte 9 und ich habe mir gedacht, ich mache 10 Karten von diesem Thema. Das heißt, ich mache heute wieder eine Geburtstagskarte mit Wimpelkette und hier unten der Blickfang, der da unten hingeht. Und ich habe jetzt keine weiteren neuen Bastelmaterialien mehr hingelegt. Ich möchte einfach nochmal diese benutzen, die ich hier genommen habe. Und ja gut, eins oder zwei sind neu dazugekommen. Ich habe hier wieder so eine Graph-Papier-Faltkarte. Ich habe hier wieder mein Bastelband. Ich habe das Washi-Tape, das Kork-Washi habe ich hier. Ich habe wieder diese ganzen kleinen Klebesachen. Und was neu dazu gekommen ist, sind einmal diese Kork-Tags und einmal diese Kork-Buchstaben. Ich weiß noch nicht, was ich basteln möchte. Ich habe hier auch noch den Bilderrahmen. Motivpapier mache ich diesmal nicht. Ich lasse diesen Hintergrund und ich mache es auch ohne Ausstanzung. Also ich möchte keine Ausstanzung haben. Und dann überlege ich mir mal was, wie ich das Ganze gestalten könnte. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, doch Motivpapier zu nehmen, und zwar nämlich den Restbestand vom letzten Mal. Ich werde das aber hier nicht komplett drauf machen. Ich möchte einfach mal was austesten. Ich werde das hier so ein bisschen versetzt drauf machen. Das heißt, ich lasse hier oben denselben Abstand wie hier drüben. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das dann schneiden muss. Ich brauche oben einen Abstand von, mache ich 4 cm, und dann mache ich hier auch, hier mache ich 3 cm. 4 und 3. 4 und 3. 4. 4, 4, 4. Hier habe ich 14,5. Das heißt, hier muss ich 10,5 schneiden nach unten. 10, kann ich mir das merken? 10,5 nach unten. Und hier muss ich, hier habe ich 10,5. 3 ab. Bin ich bei 7,5. Also da muss ich 7,5 machen. Genau. Ich habe mir jetzt noch mal meine Ecken runtergenommen und werde jetzt mir einfach die Ecken abrunden. Ui, das war falsch. Mist, ich habe die falsche Seite genommen. Okay. Ach, nee. Nun gut, wird das Ganze ein bisschen kleiner. Aber das passiert halt mal, wenn man nicht aufpasst. Ich nehme den zu wenig. So. Auf ein neues. Andere Seite bitte. Mir kam es schon so komisch vor. Gleich wieder ein bisschen Ordnung machen. Und jetzt klebe ich mir das hier unten so hin. Genau. Ich hoffe, es wird was. Ich habe keine Ahnung. Doppelseitiges Klebeband. So, das wäre erledigt. Wir brauchen die Wimpelkette. Die werde ich diesmal nicht so schräg machen. Die mache ich diesmal so. Da mache ich das Haar genauso wie bei der anderen Karte auch, die ich zuvor gemacht habe. Das müsste die Nummer 8 gewesen sein. Und zwar nehme ich jetzt doppelseitiges Klebeband, das ganz, ganz dünne. Und mache mir meine Wimpelkette hier schon so vor, als wenn ich da hier eine hinhängen möchte. Ich mache mir einfach ein bisschen was ab, dass mir das nicht so hängen bleibt. So, ich fange hier oben in der Ecke an und versuche das einigermaßen rund hinzubekommen. So, und jetzt nehme ich hier meinen Bastelkordel, schneide mir ein bisschen was ab und lege den erstmal auf diese Klebefläche drauf.
und jetzt bastel ich mir wieder meine Wimpeln und diesmal werde ich, beißt sich das? Ja, ich glaube, das beißt sich. Okay, ich nehme wieder dieses. Ich schneide mir wieder so ungefähr 1,5 cm große Stücke ab. Und mache mir wieder so 4-5 Stück davon. Mal gucken, wie viel Platz ich habe. Und jetzt nehme ich mir hier, ich mache wieder diese, die unten so eine Ecke drin haben. Ich gehe hier ungefähr 1,5 cm rein. Gehe von der einen Ecke zu dem eingeschnittenen, im gleichen Winkel von der anderen Seite. Wenn man das nicht gleich richtig hinbekommt, kann man alles noch korrigieren. So, der ist ein bisschen spitzer geworden. Jetzt mache ich das hinten ab, weil es ja selbstklebend ist. Und bringe das hier schön drauf. Und das mache ich mit den anderen Stücken auch. Und so sieht es jetzt vorerst aus. Wie geht's weiter? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie ich diese hier integrieren könnte. Wenn ich aber hier Happy Birthday drauf machen möchte, sind diese Buchstaben einfach zu groß dafür. Das ist sehr, sehr schade. Ich wollte ohne Ausstanzung machen. Wenn ich das jetzt nur mache und ein Herz drauf mache, ist es auch blöd. Ich brauche ja hier unten das Zentrum außerdem, weil ja nun mal diese Karten-Challenge jetzt so ist. Ich werde jetzt mal dieses Klebeband hier so hin machen. Genau. Wo ist meine kleine Schere? Hier ist er. Das gerade, ja. So, jetzt mache ich das erstmal so. Ihr seht, ich kann gar kein Projekt im Vorfeld planen, weil bei mir das immer während des Bastelns kommt. Das habe ich, glaube ich, schon so oft gesagt und werde es auch immer wieder sagen. Ich denke mir irgendwas aus und im Endeffekt kommt total was anderes raus. Aber ich glaube, das macht Basteln aus. So, jetzt habe ich das. Das will ich mal weglassen. Das will ich jetzt einfach mal weglassen. Ich kann euch gar nicht sagen, wo ich die her habe. Ob ich die mal geschenkt bekomme. DoCraft. Entweder selber gekauft oder geschenkt bekommen. Eins von beiden. Das sieht auch so gut aus, wenn man das hier so machen würde. Aber dann passt mein Happy Birthday wieder nicht dazu. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt erstmal wieder die Herzchen hier hin. Das hat mir gefallen bei der anderen Karte und das mache ich auch hier. Dass einfach erstmal ein bisschen Leben reinkommt. Ich finde das total toll mit diesem Braun und Kork. Kork ist echt toll. So, jetzt muss ich das Happy Birthday machen. Das wird ziemlich groß werden, einfach weil die Buchstaben ja auch so groß sind. Mache ich das komplett A, B, C, D, F, G, mache ich das komplett klein, dass ich den ersten Buchstabe auch klein mache. So, habe ich das richtig geschrieben? Ich denke, ne? Manchmal passieren dann ja die dümmsten Fehler, wenn gerade die Kamera läuft. So, das ist jetzt 11,5 breit. So breit ist gerade mal die Karte. Die Karte ist noch nicht mal so breit. Die ist 10. Wenn ich das richtig eng zusammenlege, wird es selbst da schwierig. Ich werde aus Happy Birthday nur ein Happy Day machen. Weil die Karte zu klein ist.
Also wieder zurück. Da wird nur ein Happy Day draus gemacht. So, ihr Lieben, das ist daraus entstanden. Ich habe bewusst das leer gelassen, weil man das dann so einpackt in den Briefumschlag. Ich hätte jetzt auch hier noch ein Loch durchmachen können und da wäre das alles fester geworden, ne, dass ich das hier durchgefädelt hätte. So kann man das jetzt hinlegen. Man kann das jetzt so machen. Ich wollte das jetzt auch nicht festmachen, einfach weil man das dann ja auch noch benutzen kann. Und ich denke, es ist recht schick. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich sowas bekommen würde. Happy Day natürlich. Müsste ich mal gucken, ob so Korkbuchstaben vielleicht auch in etwas kleiner gibt. Muss ich mal schauen. Weil ich hätte schon gerne Happy Birthday gehabt. Und ich wollte jetzt aber nichts Ausgestanztes haben. Einfach, weil ich jetzt wirklich auf diese Korkschiene gehen wollte. Und ich finde sie wirklich hübsch. Ja. So, das war Karte Nummer 9. Jetzt kommt noch eine in dieser Rubrik. Also, wen es interessiert, schaltet die nächsten Tage wieder ein. Abonniert die Playlist Kartengestaltung oder Kartenbasteln. Da lege ich alle Karten rein und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald da etwas reinkommt. So, meine Guten, ich danke euch fürs Zusehen. Bleibt schön kreativ und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!